Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. In dieser Folge geht es um einen Scripture Song, nämlich um Psalm 33, Verse 8 und 9. Die Melodie stammt diesmal wieder von Robert Evans. Und bei seinen Vertonungen kommt es im Text oft zu Wortwiederholungen, weil er die Texte in Liedform singt, also als wirkliches Lied, nicht nur eine Melodie, wo der Text gesungen wird. Es ist also nicht nur der pure Text, sondern eben in Liedform. Deswegen Wortwiederholungen. Der Psalm spricht von Gott und er beschreibt verschiedene Schwerpunkte von Gottes Wirken. Er beinhaltet auch drei Abschnitte, wie Menschen darauf reagieren sollen. Ein Abschnitt davon ist der Text des Scripture Songs. Psalm 33. Jauchzt dem Herrn ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, singt gut mit Posaunenschall. Diese drei Verse zeigen also auf, wie wir Gott loben sollen. Und im Vers 4 und im Vers 5 kommt jetzt eine Begründung. Da heißt es, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Begründung also für das Lob, das in den ersten drei Versen ausgesprochen worden ist. Besser gesagt, die Aufforderung für das Lob ist hier gegeben in diesen ersten drei Versen. Jauchzt dem Herrn, preist den Herrn, Lob singt ihm, singt ihm ein neues Lied. In den Versen 6 und 7 wird Gott jetzt als Schöpfer dargestellt. Da heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie ein Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Wunderbare Handlungen, die hier Gott zugeschrieben werden. Wichtig, das Wort des Herrn hat das alles gemacht. Und jetzt in Vers 8 und 9 die zweite Reaktion des Menschen auf Gottes Handeln. Da heißt es, die ganze Erde fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist auch der Text des Scripture Songs dann. Es geht weiter im Psalm mit den Versen 10 und 11. Hier wird Gottes Wirken an den Heiden beschrieben. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann wird das Wirken Gottes allgemein an den Menschen beschrieben, die Verse 12 bis 17. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Hier wird beschrieben, was Gott für den Menschen tut und wie das Verhältnis zwischen Gott und Mensch eigentlich ist. Es geht dann weiter. Gott wirkt auch am Gläubigen, die Verse 18 und 19. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Und jetzt kommt in den letzten drei Versen kommt jetzt die dritte Reaktion auf Gottes Wirken. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen.
denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Wunderbar, wenn wir diese drei Reaktionen des Menschen auf das Wirken Gottes hintereinander lesen. Verse 1 bis 3. Jauchze dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm mit auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall. Die ganze Erde fürchte den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Wunderbare Texte, aber nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Nachdenken und vor allem auch, wenn es unserem eigenen Empfinden entspricht. Zum Text. Ich lese jetzt den Text als Liedtext und dann aus der Bibel. Zuerst den Liedtext. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da und es stand da. In der Bibel heißt es, die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Jetzt wird's ein bisschen rascheln, weil ich in der Bibel blättern muss und ich schalte jetzt nicht extra deswegen aus. Fürchte den Herrn, was bedeutet das? Wenn wir in den Psalm 111 hineingehen und dort den Vers 10 lesen, dann sagt er hier, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Die Furcht des Herrn ist also der Anfang der Weisheit und diese Weisheit macht alle einsichtig, die sie befolgen. Und diese Weisheit kommt vom Herrn. Was diese Weisheit und diese Furcht vom Herrn, die Furcht des Herrn bewirkt, ist in den Sprüchen geschrieben. Sprüche 8, Vers 13. Sprüche 8, Vers 13, da steht, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Also die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. In den Sprüchen 16, Vers 6 kommt das auch zum Ausdruck, Sprüche 16, Vers 6, da heißt es, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und weil es so wichtig ist, finden wir es auch in Kapitel 14 in den Sprüchen. Noch einmal Sprüche Kapitel 14, der Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Also die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, das ist Weisheit. Und diese Ehrfurcht hilft uns, vom Bösen Abstand zu nehmen. Eine ganz einfache innere Logik, wenn man darüber tiefer nachdenkt. Dann heißt es noch im Psalm 33, in diesem Scripture Song dann, vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. In anderen Bibeln heißt es, alle Erdenbewohner sollen beben. Nicht aus Angst, sondern man soll bedenken, was man tut. Im Angesicht dieses allmächtigen Gottes geht es darum, seine eigene Stellung zu erkennen. Und die ist nicht hochgestellt. Im Gegenteil, es ist die Stellung eines abhängigen Geschöpfes gegenüber seinem Schöpfer. Denn er sprach und es geschah. Dieses er sprach
finden wir im 1. Mose 1. und 2. Kapitel. Da spricht Gott und da geschieht etwas. Und dieses Geschehen kann man glauben oder nicht glauben. Und im Hebräerbrief Kapitel 11, im Vers 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das heißt, ich brauche den Glauben, um an die Schöpfung glauben zu können. Ich brauche den Glauben an Gott, an den Schöpfer, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Das heißt in diesem Scripture Song, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und nun zum Scripture Song. Und dann auf Wiederhören bis zur nächsten Folge Max 15. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Was auf dem Erdboden wohnt. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, es stand da und es stand da. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da und es stand da. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da und es stand da. Psalm 33, 8.